So, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Frau Lese. Ich bin die Leiterin des Amtes für Soziales und Teilhabe und unter anderem zuständig für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen in der Stadt Rostock. Ich werde Sie heute so ein bisschen durch den Abend begleiten und möchte zuerst die Person neben mir vorstellen. Das ist einmal Steffi Nellis, unsere Integrationsbeauftragte, und unser Senator, Herr Steffen Bockhahn. Und ja, wir sind heute da, weil wir Ihnen ein paar Informationen geben möchten zur aktuellen Situation, was die Unterbringung angeht, aber natürlich auch Ihnen erzählen, was wir vorhaben. Und deswegen haben wir Sie heute hier eingeladen und ich möchte Ihnen ein paar Sachen sagen, bevor wir so richtig loslegen mit der Veranstaltung. Sie sehen, dass wir hier vorne sitzen und wir haben uns gedacht, wir werden Ihnen jetzt erstmal ein paar Informationen geben und danach möchten wir hier mit Ihnen in den Austausch gehen und die Möglichkeit für Fragen natürlich zur Verfügung stellen. Aber ganz wichtig für Sie auch zu wissen, Sie sehen, hinter Ihnen ist ein Livestream aufgebaut, also eine Kamera. Das heißt, wir werden live im Internet übertragen und auch von dort wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, heute sich hier zu beteiligen. Ja, wie ich eben gesagt habe, wird der Senator jetzt gleich nochmal das ein oder andere zur aktuellen Situation sagen. Und wenn ich heute so hier in den Raum gucke, stelle ich fest, dass doch eine ganze Menge an Personen aus Rostock hier den Weg hergefunden haben. Und deswegen ist es mir wichtig, Ihnen mit auf den Weg zu geben, dass wir uns Ihren Fragen stellen wollen, natürlich auch mit Ihnen in den Austausch gehen möchten. Und das nur gelingt, wenn wir gegenseitig gut aufeinander achten, gut in den Austausch gehen und natürlich auch uns ausreden lassen. Dazu lade ich Sie ein. Ich sage vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und Herr Bockhahn, jetzt sind Sie dran. Ja, vielen lieben Dank, Frau Lese, und vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie heute hier sind. Wir haben eine ganze Weile nicht mehr eingeladen, was mich eigentlich ein bisschen ärgert, weil das nämlich bedeutet, dass es uns eine ganze Weile nicht gelungen ist, neue Unterkünfte einzurichten und an den Start zu bringen. Bevor ich jetzt gleich im Detail zu den Projekten berichte, die wir in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten vorhaben, möchte ich aber vielleicht nochmal den Rahmen für heute Abend setzen, damit die Erwartungen für alle klar sind. Sie haben alle mitbekommen und bekommen das mit, dass der Bundeskanzler, dass der Vizekanzler, dass der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion und viele andere, auch Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten im Moment ganz viel über das Thema Migration und Zuwanderung sprechen, dass da ganz viel in Bewegung ist. Und ich kann ganz deutlich sagen, ich höre das alles mit Interesse, aber es ist heute überhaupt nicht unser Thema. Denn tatsächlich ist die Frage, ob Migration begrenzt werden muss, ob sie begrenzt werden kann, Zuständigkeit von Europäischer Union, von Bund und von Ländern. Wir sitzen heute hier als Vertreterinnen und Vertreter der Hans-Sund-Universitätsstadt Rostock und die hat in diesem ganzen Geflecht als Kommune, als Stadt ganz klare Aufgaben. Und diese Aufgabe, die wir da haben, lautet zunächst die Unterbringung von Schutzsuchenden, von Geflüchteten, und zwar menschenwürdig. Das ist eine große Herausforderung. Und im Zweiten bedeutet es, einen Integrationsprozess zu ermöglichen und zu befördern. Und die Frage, wie man Außengrenzen sichert, wie man Arbeitserlaubnisse regelt und, die kann gerne diskutiert werden, aber, und das ist ganz wichtig, damit es keine falsche Erwartungshaltung gibt, die kann die Stadt, die können wir nicht verändern. Wir haben da genau gar keinen Regelungsspielraum. Ich habe dazu auch eine Meinung, aber die spielt heute keine Rolle. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir in diesem Jahr ja damit gerechnet haben, deutlich mehr Schutzsuchende, also Menschen, die auf der Flucht sind oder einen neuen Lebensmittelpunkt suchen, in Rostock zugewiesen zu bekommen, als das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Ich möchte Sie nochmal daran erinnern, dass wir 2021 180 Frauen, Männer und Kinder zugewiesen bekommen haben im ganzen Jahr. Im Jahr 2022 waren es 415 und dann dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir zwischenzeitlich knapp 3000 Menschen aus der Ukraine noch zusätzlich in der Stadt aufgenommen haben.
Etliche von denen sind noch da, etliche sind aber auch weitergezogen oder auch zum Teil zurückgekehrt. Die sind in diesen 415, die ich eben genannt habe, nicht dabei. In diesem Jahr haben wir mit etwa 1000 Personen gerechnet, die uns erreichen werden. Wir sind Stand heute bei 1227 Personen. Und ja, da kommt noch einiges dazu in diesem Jahr. Die meisten Staatsangehörigkeiten von denen, die zu uns kommen, Syrien, Afghanistan, Russische Föderation, Iran und Irak. Diese Frage wird ja auch sehr oft und häufig gestellt. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass es immer wieder auch Familienverbünde gibt, dass es auch alleinreisende Frauen gibt, dass wir auch regelmäßig unbegleitet minderjährige Ausländer haben. Die meisten Geflüchteten, die zu uns kommen, sind, das ist ein ganz objektiver Fakt, alleinreisende Männer. Wir haben in diesem Jahr, insbesondere im Januar, Februar und März, jeweils deutlich über 100 Zuweisungen zu verzeichnen gehabt. Und es hat dann im Sommer ein bisschen Beruhigung gegeben. Das hat uns auch deutlich miteinander geholfen. Wir haben, das muss ich sagen, viel Hoffnung gehabt, was die Möglichkeiten neuer Unterkünfte betrifft und die Geschwindigkeit dafür, die sich ein bisschen zerschlagen haben, weil es dann doch das eine oder andere Detail gab, was dann immer wieder für Verzögerungen gesorgt hat. Und wenn Sie sich daran erinnern, wir haben im Frühjahr des Jahres in der Michael-Schule eine Veranstaltung gemacht, wo wir Ihnen vorgestellt haben, dass wir im Osthafen an der Knochenmühle ein Containerdorf errichten werden mit knapp 250 Plätzen. Leider hat es sich bis letzte Woche gezogen, bis wir Baurecht schaffen konnten. Das ist jetzt aber vorhanden und deswegen kann ich Ihnen als erstes mitteilen, dass wir in der kommenden Woche den Baustart dort erleben werden und davon ausgehen, dass wir dann Anfang Mitte Januar tatsächlich diese Einrichtung in Betrieb nehmen können mit einer Kapazität von, wie gesagt, knapp 250 Plätzen. Dabei haben wir darauf geachtet, dass wir eine campusähnliche Situation erzeugen können, sodass es einen Innenhof gibt, wo man tatsächlich auch ein bisschen geschützt sein kann und wo man auch ja, eine angenehme Hofsituation hat. Wir haben darauf geachtet, dass es auch Begegnungsräume gibt. Das heißt, wir haben ausdrücklich nicht die maximal mögliche Kapazität gewählt, sondern wir haben ausdrücklich uns dafür entschieden, dort auch Gemeinschaftsräume mitzuplanen, um ja auch ein Miteinander ermöglichen zu können. Wir haben darauf geachtet, dass wir Küchen für Selbstversorger, so wie es auch vorgesehen ist, einrichten, und zwar nicht nur in einem Zentralbereich, sondern dass auch die an verschiedenen Orten innerhalb dieser Unterkunft sein werden. Und wir hoffen, dass wir hier also möglichst zeitnah zu einer deutlichen Entspannung kommen können. Wir werden eine weitere Entlastung erfahren dadurch, dass wir in der in den letzten Wochen dieses Jahres in Betrieb nehmen können, hoffentlich, wenn alles gut läuft, das ehemalige Harms-Wohnheim. Diejenigen von Ihnen, die das vielleicht ein bisschen mitverfolgt haben, werden wissen, dass die Universität Rostock über ein Wohnheim aus einer Stiftung von Herrn Harms verfügt, in dem leider seit Anfang des Jahres keine Studierenden mehr untergebracht werden durften und konnten. Wir konnten uns mit der Universität im Wesentlichen auf, also es ist so gut wie fertig, auf einen Vertrag einigen, um hier in den nächsten 2,5 Jahren auf jeden Fall Geflüchtete unterzubringen. Es werden reichlich 80 Personen sein, die wir dort unterbringen können. Dazu muss das Gebäude noch ein bisschen hergerichtet werden. Das wird durch den kommunalen Eigenbetrieb sehr zeitnah passieren. Wir sind aber auch da tatsächlich optimistisch, deutlich schneller sein zu können, als wir das bei anderen Projekten waren. Auch das wird uns eine spürbare Entlastung bringen. Wir werden darüber hinaus damit beginnen, die Planung für einen
weiteres Containerdorf voranzutreiben. Ich darf in Erinnerung rufen, dass wir bereits im Jahr 2022 im Sommer sogenannte Potenzialflächen ermittelt haben. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns mit allen möglichen beteiligten Ämtern der Stadtverwaltung angeguckt haben, welche Flächen in der Stadt Rostock grundsätzlich geeignet wären von der Lage, Beschaffenheit und Erschließung und der Verteilung, um dort Gemeinschaftsunterkünfte zu errichten. Und dabei ist eine Fläche in Teutenwinkel, nämlich in der Nehru-Straße, ebenfalls ermittelt worden. Und wir haben dort auch alles schon so weit vorbereitet, dass wir dort demnächst mit einem Interessenbekundungsverfahren starten können, um dann die Errichtung einer weiteren Unterkunft vornehmen zu können. Auch dort werden wir über ca. 250 Plätze sprechen. Das nächste Projekt, das wir vorantreiben, ist, dass wir uns in Verhandlungen für ein Bestandsobjekt befinden, nämlich das sogenannte Elbhotel, wo wir Stand heute das Haus 1 und einen kleinen Teil von Haus 2 in der Nutzung haben. Und hier ist vorgesehen, dass wir künftig dann das gesamte Objekt in die Nutzung bekommen. Auch das wird nochmal eine zusätzliche Kapazität für uns bringen, sodass wir dann insgesamt an dem Standort mit etwa 400 Plätzen kalkulieren können. Auch dort ist vorgesehen, dass wir Umbaumaßnahmen durchführen, natürlich im laufenden Betrieb, anders wird es nicht gehen, weil wir dort nämlich nach wie vor die ungünstige Situation haben, dass die Geflüchteten sich nicht selbst versorgen können, beziehungsweise nicht so, wie es eigentlich vorgesehen ist. Deswegen sollen dort auch nochmal entsprechende Investitionen vorgenommen werden, um diesen Status so zu erfüllen, weil wir eben Klarheit haben darüber, dass wir das Objekt noch länger brauchen werden. Und deswegen ist es jetzt auch vernünftig, die entsprechenden Investitionen dort zu tätigen. Und ein letzter Punkt auf dieser Liste ist ein Objekt auf der anderen Seite der Bahnschienen in Bramo. Das Ganze werden wir zusammenziehen. Sie wissen, dass wir an der Fiete-Rieder-Halle ein kleines Containerdorf mit einer Kapazität von 120 Plätzen haben. Und ein Stück weiter gibt es ein Bestandsgebäude, das mit viel Rotlicht bestrahlt worden ist in den vergangenen Jahren. Der Geschäftsbetrieb dort wird demnächst eingestellt werden. Es gibt auch dort ein Investorenmodell und die Unterschriften sind so gut wie fertig. Das Gebäude wird hergerichtet und um eine Containeranlage ergänzt. Und dann wird auch dort eine Kapazität von etwa 120 Plätzen zu Beginn des kommenden Jahres zur Verfügung stehen. Das sind in der Summe ca. 850 Plätze, die wir zusätzlich schaffen können und die wir auch brauchen. Ich will dazu ganz klar und deutlich formulieren, dass wir weiter auf der Suche nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten sind und derzeit verschiedene weitere Optionen prüfen. Also ich will Ihnen auch ganz klar und deutlich sagen, wir haben nach wie vor die Situation, dass wir Angebote bekommen, von denen sind aber nicht alle vernünftig, weil es wird Sie überraschen, es gibt auch Leute, die versuchen jetzt ganz, ganz viel Geld zu verdienen. Ich bin gar nicht dagegen, dass jemand für die Vermietung von Objekten auch Geld bekommt, aber das Ganze soll Maß und Mitte haben und die Objekte sollen auch geeignet sein, um das Ganze zu machen. Ein letzter Punkt, der ausdrücklich noch dazugehört, den will ich gar nicht verschweigen, ist, wir haben nach wie vor zwei Notunterkünfte, die einen Standard haben, den keiner von uns für wünschenswert erachtet. Ich bleibe bei meiner deutlichen Aussage, dass wir weiterhin versuchen, auf diese Unterkünfte verzichten zu können. Aber ich glaube, bei dem, was ich Ihnen eben an Zahlen genannt habe, was wir an Zuweisungen derzeit erhalten, wäre es unredlich, Ihnen zu versprechen, dass uns das sehr kurzfristig gelingt. Es bleibt aber dabei, dass wir zunächst versuchen würden, die Sporthalle im Kurt-Schumacher-Ring wieder freizuziehen und ihrer ursprünglichen Nutzung zu übergeben. Und das werden Sie jetzt nachvollziehen können oder auch nicht, aber ich sage das so deutlich, wir sind nach wie vor sehr froh, dass es uns gelungen ist, als relativ große Stadt nach wie vor
in Anführungszeichen nur eine Sporthalle nutzen zu müssen und alles andere in zumutbarer Form anders geregelt zu bekommen. So viel als ganz langer Monolog, aber als Überblick von mir. Und damit sind Sie wieder dran, Frau Liese. Genau, vielen Dank, Herr Bockhahn. Das war jetzt so der grobe Überblick zu dem, was wir geplant haben und vor allem auch zu den Kapazitäten, die wir im Moment haben. Und ich schlage vor, dass wir jetzt in die Fragerunde gehen. Und das wird wie folgt ablaufen. Meine nette Kollegin aus der Pressestelle hat ein Mikrofon und ich schlage vor, dass Sie mit Handzeichen zeigen, wenn Sie eine Frage haben. Und dann gehen wir Schritt für Schritt die Fragen durch. Wichtig aber auch, wir haben auch die eine oder andere Frage online erhalten. Die würden wir dann immer nach und nach mit integrieren in die Fragerunde. Also, Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Können Sie sich vorstellen, bitte? Ja, mein Name ist Frau Löning, ich komme hier aus dem Wohngebiet. Meine Frage an Herrn Bockhahn: Finden Sie es angemessen, in Altreuth-Eshagen 640 Unterkünfte zu schaffen? Ich kann Ihnen versichern, dass wir das immer und immer wieder überprüfen, was wo möglich ist und wie wir zu einer möglichst großen Entlastung kommen. Worauf ich jetzt eben nicht nochmal gesondert hingewiesen habe, ist, dass wir auch inzwischen über 370 Wohnungen im Stadtgebiet angemietet haben und auch da nochmal zusätzlich Geflüchtete untergebracht sind. Wir haben darüber hinaus, auch das will ich sagen, in Warnemünde zum Beispiel mit dem ehemaligen Best Western eine sehr hohe Zahl an Geflüchteten. Das Gleiche gilt tatsächlich dann auch für den Nordosten, wenn die Nehru-Straße in Betrieb ist, weil da gibt es dann auch noch die Unterkunft in der Petersdorfer Straße. Das heißt, Sie können sicher sein, dass wir schon darauf achten, dass das Ganze eine Verteilung hat, die fair und gerecht ist. Und ich weiß, dass sich das erstmal sehr viel anhört, aber ich denke, ich habe ja auch deutlich gemacht, wie unsere Situation ist. Und da gucken wir, was möglich ist. Und Sie können davon ausgehen, dass wir zumindest hier im Gebiet jetzt nicht weiter suchen. Dann würde ich mal direkt beginnen mit einer Frage oder mehreren Fragen, die alle zum neuen geplanten Containerdorf Osthafen online gestellt wurden. Und ich würde sie mal zusammenfassen. Das sind Fragen, die zum einen die Sicherheit betreffen, insbesondere von den Personen, die in umliegender Nachbarschaft sind, aber auch die Sicherheit der Kinder, insbesondere in der Michaelsschule. Dann natürlich auch nochmal die Frage Veranstaltungsarena Ballerhafen, ich zitiere, wie gelingt es uns dort für die Sicherheit zu sorgen, und dann gibt es noch ein paar Fragen und ich stelle sie alle drei zusammen, weil es letztendlich alle demselben Themenschwerpunkt betreffen. Hier auch nochmal eine Frage zur Zweigeschossigkeit und der Kapazität. Vielleicht, Herr Bockhahn, wollen Sie dazu noch ein bisschen was sagen? So mal sehen. Sie dürfen die Fragen sehen. Vielleicht beginnen wir erst mal mit der Sicherheit der umliegenden Personen, Nachbarn. Also dann fasse ich das mal zusammen mit dem Ballerhafen. Den gibt es ja tatsächlich. Bin da gerade die Tage noch mal vorbei und habe auch ein bisschen geschmunzelt. Also ich glaube, es ist erst mal wichtig, dass man aufpasst, was die eigenen Gedanken mit einem machen. Und da ist es ja so, dass man einem Thema sich zunächst mit Angst nähern kann und die zweite Option ist, dass man sich einem Thema offen nähert. Und ich kann sagen, wenn bei mir zu Hause ein neuer Nachbar einzieht, habe ich vor dem erstmal nicht Angst. Also egal wie der heißt und egal wie der aussieht, guck mir das an. Und manchmal ist der mir sympathisch und manchmal ist er das nicht. Aber erstmal habe ich keinen Grund davon auszugehen, dass da irgendwas schwierig ist. Und so, glaube ich, sollte man auch immer an die Frage, die wir hier miteinander besprechen, rangehen. Und wir haben zunächst überhaupt keinen Grund davon auszugehen, dass es größere Schwierigkeiten geben wird. Ich darf an der Stelle auch nochmal deutlich sagen, wir haben ja auch
nicht die Situation, dass die Menschen in den Unterkünften sich selbst überlassen sind, sondern es gibt ganz engagierte Kolleginnen und Kollegen von Trägern, die diese Unterkünfte betreiben und die die Migrantinnen und Migranten, die die Geflüchteten betreuen. Es gibt darüber hinaus ehrenamtliche Netzwerke etc. etc. Und da arbeiten wir auch miteinander und wenn es dazu Konflikten kommt, dann wird sowas auch miteinander besprochen. Und das sind nicht nur leere Floskeln, sondern es findet statt und zwar ganz praktisch und das betrifft sowohl Konflikte in der Einrichtung als auch Konflikte zwischen Einrichtung und Umfeld. Was den Ballerhafen betrifft, da ist es so, dass ich sagen kann, dass wir da einen bekannten und verlässlichen und zuverlässigen Gastronomen der Stadt haben, der dort ein Angebot hat und der hat dort eine ganz reguläre Schankerlaubnis und darf dann, und das wird er auch tun, von 16 Uhr bis zu den üblichen Zeiten aus Schank betreiben. Und da gibt es auch ganz klare Rechtsprechung und ganz klare Regelungen in Deutschland, nämlich die, dass zunächst für den sauberen oder für den ruhigen und zuverlässigen Geschäftsbetrieb derjenige zuständig ist, der das Geschäft betreibt. Und wenn da irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die er nicht selber beherrschen kann, dann kommen wir miteinander ins Gespräch und gucken, wie wir das klären können. Ich sage jetzt genau einmal, am Ende gibt es dann auch immer noch Polizei, aber das ist bewusst nur einmal, weil das ist niemals die Vorzugsvariante, sondern das, was wir gerne wollen, ist, dass das, was in 95% aller Fälle in dieser Stadt gelebt wird, auch da der Fall ist, nämlich eine friedliche Nachbarschaft. Und ich glaube, das ist auch durchaus leistbar und durchaus machbar. Und deswegen macht mir das eher wenig Sorgen. Es war nochmal die Frage, was das Bauamt zur Zweigeschossigkeit sagt. Die Laufzeit, was passiert nach 24 Monaten? Ja. Und dann letztendlich auch der Mietzeitraum für die Container. Ja, das kann ich gerne nochmal sagen. Also die Baugenehmigung ist genau so erteilt worden, wie das beantragt worden ist. Und beantragt worden ist eine Zweigeschossigkeit. Das ist auch überhaupt keine Raketenphysik. Das gibt es relativ häufig. In anderen Städten, wie beispielsweise Hamburg oder Hannover, finden Sie auch 3- bis 4-geschossige Containerdörfer. Das machen wir hier derzeit nicht. Wir wollen auch da in der Zweigeschossigkeit bleiben. Eingeschossig zu arbeiten würde aber bedeuten, dass man einen deutlich höheren Flächenbedarf hat und das ergibt keinen Sinn und man kann damit in der Zweigeschossigkeit auch ganz gut arbeiten. Wir haben einen Vertrag, der sieht so aus, dass die Laufzeit 24 Monate beträgt und dann hat das Ganze ein bisschen Vorlauf und ein bisschen Nachlauf, weil das muss ja erstmal errichtet werden und muss dann irgendwann auch wieder abgebaut werden. Und wenn wir aber nach 24 Monaten weiterhin Bedarf haben, dieses Containerdorf zu betreiben, dann kann der Vertrag um 2 Jahre verlängert werden. Das heißt, die Gesamtlaufzeit liegt bei maximal 4 Jahren. Alles Weitere müsste dann erneut beantragt und auch erneut genehmigt werden. Da ist es nicht so, dass wir einfach machen können, was wir wollen. Ja. Soweit zum Osthafen. Vielen Dank, Herr Bockhahn. Und ich habe eine weitere Wortmeldung gesehen. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die Informationen. Ich würde gerne noch mal was dazu wissen, wie die Leute in den Heimen, in diesen Unterbringungen betreut werden und wo Sie Möglichkeiten sehen für uns als Zivilgesellschaft, damit reinzugehen, also auch mitzuarbeiten, mitzuhelfen, damit die Leute sich gut integrieren, vielleicht Deutsch lernen, damit man dieses ein bisschen aufknacken kann. Ich weiß, dass wir 2015 Strukturen hatten, die das konnten und gemacht haben und da ist viel durcheinander gegangen. Und wenn wir uns jetzt darauf vorbereiten, dass wieder so viele Menschen kommen, finde ich das wichtig zu wissen, wo wir auch mit unseren Vereinen, mit unserem Engagement hin können und vielleicht dann auch Integration erleichtern können. Ja, vielen lieben Dank. Finde ich eine total schöne Frage, weil sie auf etwas abzielt, was in Rostock, das will ich gerne auch nochmal sagen, gelebte Praxis ist. Man hat ja, wenn man diverse Social-Media-Streams verfolgt oder auch die allgemeine Berichterstattung fasst den Eindruck, dass alle irgendwie nur ein Problem mit Migrantinnen und Migranten haben und immer alle nur voll dagegen und anti sind. Die gelebte Realität auch in Rostock
ist definitiv eine andere. Wir erleben eine große Unterstützungsbereitschaft auch von Ehrenamtlichen. Und ich fange mal mit der Frage an, an wen Hilfsangebote gerichtet werden können. Wir haben zum einen eine E-Mail-Adresse, die heißt asylunterkunft@rostock.de. Da nehmen wir gerne entgegen, wenn jemand Vorschläge hat, wo Unterkünfte errichtet werden können oder beispielsweise Möblierungsunterstützung loswerden möchte oder. Wer sich asylunterkunft@rostock.de nicht merken kann, der kann das auch einfach an sozialamt@rostock.de schicken. Das verteilen wir dann schon untereinander weiter, das kriegen wir gut hin. Also sozialamt@rostock.de, da können Sie gerne schreiben und dann melden wir uns auch zurück. Die Frage der Unterstützung. Ich habe ja eben bei der Darstellung des Vorhabens im Osthafen nicht ohne Grund darauf hingewiesen, dass wir auch Gemeinschaftsräume mit eingeplant haben, weil wir natürlich sagen, dass wir Integration möglich machen wollen. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel für Kinder und Jugendliche gerne Hausaufgabenunterstützung zum Beispiel entgegennehmen, dass wir da auch gerne Unterstützung beim Deutschlernen entgegennehmen. Auch das im Übrigen sind Dinge, ich sehe hier Kollegen, die in der Satower Straße, also unserer ältesten und althergebrachten Unterkunft arbeiten, die da also wirklich seit Jahrzehnten Standard sind, wo es Helferkreise gibt, die beim Sprachelernen, bei Hausaufgaben, bei teilweise Arztbesuchen und diesem und jenem mit unterstützen. Und solche Unterstützungen sind selbstverständlich immer gern gesehen und herzlich willkommen. Natürlich darf da niemand überrascht sein, wenn man sich dann erstmal ein bisschen beschnuppert und guckt, wie denn so die Erwartungshaltung und die jeweiligen Voraussetzungen sind. Also das verstehen Sie dann bitte nicht als Ablehnung. Und tatsächlich ist es so, dass wir natürlich auch gerne Angebote von Sportvereinen oder Sportinteressierten entgegennehmen, die sagen, sie machen eine selbstorganisierte Gruppe auf. Wir werden dann auch gerne unterstützen, zu gucken, ob man sich entweder irgendwo anschließen kann oder ob irgendwo noch Kapazitäten frei sind oder wo man vielleicht hingehen kann. Und tatsächlich haben wir aber auch ganz explizit Angebote immer wieder gern, die auch spezifisch für Frauen sind, wo es dann auch um Kinderbetreuung geht, damit Frauen auch spezifische Angebote annehmen können. Es gibt Möglichkeiten von Sprachtandems, von Patenschaften, handwerkliche Unterstützung hier und da. Also die Möglichkeiten sind breit und mannigfaltig. Und deswegen nochmal, wer gerne unterstützen und helfen möchte, sozialamt@rostock.de. Ja, und da auch nochmal gesagt, also es ist tatsächlich so, dass wir in den Ortsbeiräten, in denen wir sind, wo wir den Austausch natürlich auch umsetzen mit den Bürgerinnen und Bürgern, genau viel Zuspruch auch erfahren im Hinblick auf Unterstützungsmöglichkeiten. Da sind wir sehr dankbar drüber. Und natürlich 15, 16, die Jahre wurden angesprochen. Auch da gibt es ja die Netzwerke, die damals entstanden sind, weiterhin. Und Steffi, vielleicht möchtest du dazu auch nochmal was sagen. Ja, auch erstmal hallo von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Frage. Das ist wirklich ganz toll und das zeigt wieder mal wirklich, was der Senat schon gesagt hat. Wir haben sehr, sehr viele engagierte Menschen in der Stadt, die sich auch einbringen wollen. Das hat uns 2015, sage ich mal, als Verwaltung gerettet, kann man fast sagen, ne? Als auf einmal doch relativ viele Menschen in kurzer Zeit kamen und die Verwaltung die Strukturen noch nicht aufgebaut hatte. Und das war auch jetzt mit Anbruch des Ukraine-Krieges sehr stark zu spüren. Deswegen wissen wir das sehr, sehr zu schätzen und ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass Sie das hier so eingebracht haben, weil das zeigt uns wieder mal, dass Sie uns hier wirklich auch unterstützen wollen und das brauchen wir als Verwaltung, weil wir als Verwaltung können einen gewissen Teil machen, aber natürlich nur einen gewissen Teil. Ich will den Strauß jetzt nicht weiter aufmachen, der Senator hat schon sehr viel genannt von dem, was möglich ist, was einfach gut ist, wenn Sie uns eine Nachricht geben, was Sie sich konkret vorstellen können, dann können wir mal gucken, wie wir das zuordnen können. Ihre Frage ist deswegen gut und die fällt bei mir gerade auf ganz fruchtbaren Boden, also nicht nur bei mir, sondern bei uns allen, weil wir uns genau auch über diese Frage Gedanken machen, wie können wir in Räumen, wo eben vermehrt geflüchtete Menschen untergebracht werden, mehr Angebote hinschaffen, damit eben genauso etwas möglich ist, was Sie beschrieben haben. Eine Begegnung auf einer sehr, sag ich mal, niederschwelligen Ebene, ne? Das ein ganz einfaches Sprachcafé,
ist nicht despektierlich gemeint, sondern wirklich, wo man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet. Das ist das, was die Menschen brauchen. Das ist das, was wir als Verwaltung nicht leisten können. Ja, haben Sie recht. Da haben Sie vollkommen recht. Brauchen alle. Da gebe ich. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir uns noch mal besinnen auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Steffi führt noch mal aus und dann können Sie gerne noch mal eine Frage stellen. Sie haben völlig recht. Das trifft auf viele zu, aber wir sprechen jetzt heute über die Zielgruppe der geflüchteten Menschen und insofern möchte ich mich darauf jetzt auch nur beziehen. Was Sie meinen, will ich deswegen aber nicht ausschlagen. Sie haben durchaus recht. Es gibt auch viele andere Personengruppen, die sicherlich mehr Unterstützung benötigen. Gar keine Frage. Also noch mal. Ich biete das gerne an und würde mich freuen, wenn Sie sich melden und dass wir dann gemeinsam uns Gedanken darüber machen können, wie wir die Ideen, die Sie haben, auch sinnvoll verorten können. Ja, danke. Gut, ich denke, der Dank ist angekommen an die Zivilgesellschaft in Rostock und jetzt die nächste Frage gerne. Moment, sagen Sie am besten. Nee, möchte ich nicht. Hallo, sorry, dass ich eben so, aber die Wut hängt wirklich hier oben. Man spürt es ja überall, egal wo man hinkommt. Das ist ja nicht nur Rostock, das ist im Landkreis. Egal, die Wut ist da und wenn nicht nur in Rostock, ist es ja allgemein auf der ganzen Welt, es ist ja überall ein Umbruch, aber wenn nicht endlich was getan wird, dann bricht das hier alles zusammen. Wer soll die Show noch bezahlen? Sie? Bezahlen Sie das? Muss ich das bezahlen von meinen Steuern? Wer soll das bezahlen? Unsere Schulen sind marode, mein Enkel geht im Hort, das sieht schlimm aus, die können nicht mal da große Veranstaltungen machen, weil da alles von den Wänden runterbröckelt. Wer tut da was für die Kinder, für die Zukunft unserer Kinder, auch für die Alten, die das Land hier aufgebaut haben? Waren Sie mal im Pflegeheim gewesen? Was da für Probleme sind? Da gibt es Menschen, die vegetieren teilweise vor sich hin. Die Leute haben nicht mal Zeit, sich um die zu kümmern, mal ordentlich die zu waschen oder was weiß ich. Da muss einer einen Tag liegen bleiben, weil sie nicht die Kräfte haben, um den zu waschen. Das sind Probleme. Das sind auch Probleme, natürlich die Flüchtlinge. Das werden wir alle nicht ändern können. Das müssen die Politiker machen. Aber wann hört das Ganze auf? Wann ist endlich mal ein Cut? Wann? Gar nicht. Also ich denke an meine Kinder und an meine Enkelkinder. Das zerbricht mir so den Kopf. Ich komme auch hier rum in andere Städte. Die haben noch schlimmere Probleme. Wir leben zum Glück hier in der Provinz, wo es noch nicht ganz so schlimm ist. Aber man macht sich trotzdem seine Gedanken. Verstehen Sie nicht die Angst der Menschen? Meine Tochter muss in Schichten arbeiten. Die traut sich manchmal gar nicht, alleine im Bus nachts zur Nacht oder spät abends zur Nachtschicht zu fahren. Okay, vielen Dank für die Frage. Und die Ängste sind das. Warum gehen Sie die nicht mal an? Ich höre immer nur, die Flüchtlinge unterstützen hier, die kriegen eine tolle Küche und wir müssen noch mehr unterstützen und Bildung und was weiß ich. Und die müssen dieses Programm bekommen und das Programm bekommen oder sollen das bekommen. Aber was ist mit uns, mit den Sorgen der Menschen? Gut, vielen Dank. Ich bin Ihnen wirklich total dankbar für diese Steilvorlage. Und das meine ich ganz ernst. Und ich finde es auch ganz toll, dass Sie, ich sage das so, den Mut haben, mit dieser Position hier so klar aufzutreten. Das finde ich gut. Weil alles andere, ja, Sie sind nicht die Erste, die mir das sagt. Deswegen kann ich das sehr gut aushalten. Ja, ja, aber warten Sie, das kommt gleich. Es wird nicht nur schön für Sie. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man diese Ängste, diese Sorgen, diese Überlegungen miteinander teilt. Das gehört zu einem demokratischen Diskurs dazu. Und Sie haben völlig recht, die Frage, wie viele Migrantinnen herkommen oder nicht, dort entscheidet nicht die Stadt. Wir entscheiden ganz schön viel, aber das nicht. Und im Übrigen, da kann man auch unterschiedlicher Auffassung sein. Aber wenn ich vorhin gesagt habe, das ist heute nicht unser Thema, dann, weil das können wir nachher im Nachgang an die Veranstaltung besprechen, da kann man das dann diskutieren, aber das, warum wir uns jetzt hier getroffen haben, ist eben ein anderer Grund. Was Sie aber jetzt wunderbar deutlich gemacht haben, ist, dass es zurzeit ganz viele Menschen gibt, die sehr verunsichert sind und sich ganz viele Sorgen zu ganz vielen verschiedenen Sachen machen. Und das kann ich total gut verstehen. Und ich kann Ihnen sagen, auch wenn ich ein relativ gesichertes Arbeitsverhältnis habe, ist es nicht so, dass ich mir nicht auch Sorgen machen würde. Natürlich. Und wahrscheinlich machen wir uns aber auch über ein paar unterschiedliche Sachen Gedanken. Und wenn wir das im Raum jetzt mal abfragen, dann wird es Menschen geben, die machen sich mehr Sorgen
um kriegerische Auseinandersetzungen. Dann gibt es Menschen, die machen sich mehr Sorgen um die Veränderung des Klimas auf dieser Welt. Und dann gibt es Menschen, die machen sich Sorgen über die Frage, wie denn das Zusammenleben in dieser Gesellschaft organisiert werden kann. Es gibt Menschen, die machen sich Sorgen darüber, ob sie noch Arbeitskräfte für ihr Unternehmen finden. Und alles das ist immer richtig, weil es ganz individuell ist. Warten Sie, ich habe Ihnen ja auch ganz lange zugehört. Und ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, dass ich all diese Sorgen respektiere und ernst nehme. Und dann müssen wir uns angucken, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ich sage Ihnen nichts. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir uns angucken, wie die Situation in der Stadt ist, dann haben wir ganz klar, das benenne ich so, ein unterschiedliches Bild der Lage. Wenn Sie über die Situation in der Pflege sprechen, dann kann ich sagen, ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, wie Sie sagen, aber gut ist es lange nicht. Und das kann ich Ihnen auch deswegen sagen, weil ich als Verantwortlicher in der Rostocker Heimstiftung, das bringt mein Amt als Sozialsenator mit sich, einen relativ klaren Einblick in die Situation eines ziemlich großen Pflegeheimbetreibers habe. Und da ist einer der Punkte, dass wir zum Beispiel gar nicht mehr Menschen finden, die diesen Job machen wollen. Und das liegt ausdrücklich nicht mehr an der Bezahlung, weil Pflegekräfte bei der Heimstiftung nach Tarif bezahlt werden. Und trotzdem findet man nicht genug Leute. Und dann gibt es tatsächlich die Idee zu sagen, naja, warum können uns denn nicht Menschen unterstützen, die zu uns gekommen sind? Die Wahrheit ist, weil sie oft nicht dürfen. Weil Geflüchtete, die nach Rostock kommen, die nach Deutschland kommen, regelmäßig nicht arbeiten dürfen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist meine private, persönliche Meinung, wenn Sie die Frage nach der Bezahlung der ganzen Geschichten stellen, ich finde es ziemlich kurzsichtig, dass man die Leute nicht arbeiten lässt, weil viele könnten Arbeiten verrichten, für die wir ansonsten gerade niemanden mehr haben. Und es würde insgesamt der Wirtschaft nicht schlecht tun, weil dann Dinge, die getan werden sollen, auch getan werden können. Und das tut einer Wirtschaft im Normalfall relativ gut. Die Entscheidung, da habe ich genauso keine Entscheidungsmöglichkeiten, wie Sie das haben, die Regelungen werden woanders getroffen. Ich kann das leider nicht verändern. Tatsächlich ist es so, dass das Ganze bezahlt wird, was die Unterbringung betrifft, durch das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit dem Freistaat Bayern die erstaunlich kommunalfreundliche Situation, dass die Städte und Gemeinden nichts für die Unterbringung bezahlen müssen, sondern die Kosten vollständig vom Land übernommen werden. Das sind immer noch Steuergelder, Ihre, meine, unsere. Ich möchte ganz ausdrücklich sagen, dass Ihr Bild auf die Situation in den Schulen und Kitas und Horten bei mir auch ein anderes ist. Ja, wir haben noch ein paar Einrichtungen, die nicht in einem guten Zustand sind. Einige wenige, ganz ausdrücklich. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir in den vergangenen 10 Jahren über 350 Millionen Euro in Schulen und Kitas in Rostock investiert haben. 350 Millionen Euro in 10 Jahren. Das ist eine Menge Geld. Da kann man zumindest nicht sagen, dass nichts gemacht wird. Ich würde jetzt einmal kurz noch mal darauf hinweisen wollen. Ich habe ganz viele Hände schon gesehen. Das wird von hier oben sehr, sehr deutlich. Und ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, dass jeder seine Frage stellen kann, jeder den Raum bekommt, den er verdient hat. Und vor allem auch jeder den Raum bekommt, frei mit uns in den Austausch zu gehen. Deswegen sind wir da. Von daher, bei aller Emotionalität, und der Senator hat es gesagt, haben wir auch Verständnis dafür, möchten wir aber darauf hinweisen, dass wir im guten, geordneten Austausch hier gehen. Und deswegen, es sind jetzt ganz viele Handzeichen da und von daher gehen wir jetzt Reihe für Reihe weiter. Ja. Schmidt ist mein Name, ich bin Anwohner und ich wollte mich zunächst mal ganz, ganz herzlich bei Herrn Bockhahn und auch den anderen anwesenden Vertretern der Verwaltung bedanken, dass sie sich so engagiert für die Neubesiedlung unserer Heimatstadt einsetzen. Und mein besonderer Dank gilt auch den hier anwesenden Vertretern der Asylindustrie. Ohne ihr Engagement und ihre Aktivität wäre es natürlich gar nicht möglich gewesen, die Vorgaben der Kalergi planmäßig umzusetzen. Also vielen, vielen Dank und auch mal einen Applaus. Ich habe noch eine Frage.
Die Frage, die ich stellen möchte, bezieht sich allerdings direkt auch an Herrn Bockhahn, auch die anderen Beamteten, Verwaltungsmitglieder. Das deutsche Beamtenrecht sieht doch eine Remonstrationspflicht vor. Und es ist ja so, dass die illegale Masseneinwanderung seit 2015 von namhaften Juristen kritisiert und bewertet wurde. Udo Di Fabio hat ein Gutachten vorgelegt, der Verfassungsrichter. Herr Professor Schachtschneider hat eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, wohlbegründet, hat die Rechtsverstöße aufgezählt. Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Rupert Scholz hat in einem öffentlichen Interview aufgelistet, was die Verstöße sind. Asylverfahrensgesetz, Asylgesetz, diverse EU-Richtlinien, Dublin-Abkommen etc. Es ist so, wenn Sie als, da muss ich Ihnen wirklich widersprechen, Sie können hier nichts tun und machen, Sie sind sogar verpflichtet, wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Anweisungen übergeordneter Behörden oder Ministerien und so weiter haben, Herr Bockhahn, erinnere ich Sie, müssen Sie zur Vermeidung persönlicher, zivilrechtlicher und sogar strafrechtlicher Haftung remonstrieren. Sie haben da gar kein Ermessen. Und angesichts der vorliegenden Gutachten, an den Sachverhalten hat sich ja zwischenzeitlich nichts verändert, müssen Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit einfach haben. Sie müssen remonstrieren. Tun Sie es nicht, sind Sie in der Haftung, zivilrechtlich wie strafrechtlich. Schlepperei, Begünstigung von Schlepperei etc. steht dann auch im Raum vielleicht noch. Ja, Herr Schmidt, da danke ich Ihnen ganz herzlich für die Rechtsberatung. Ich will Ihnen aber auch deutlich sagen, ich muss genau dann remonstrieren, wenn ich der Auffassung bin, dass ein Rechtsbruch vorliegt. Ja, wenn ich der Auffassung bin, dass ein Rechtsbruch vorliegt, dann muss ich remonstrieren. Und das Ganze hat jetzt zwei Ebenen, Herr Schmidt, und damit merken Sie hoffentlich, dass ich Sie ernst nehme. Das ist mir nämlich wichtig. Also ich halte das nicht für besonders richtig, was Sie gesagt haben, aber ich nehme Sie trotzdem ernst bei dem, was Sie sagen. Und möchte Ihnen auch sagen, warum... Es geht gar nicht um nett. Das ist gar nicht die Diskursebene, die ich... Das mag ja alles sein, Herr Schmidt, aber gucken Sie mal, ich nehme Sie ernst, das ist doch erstmal wichtig. Fühlen Sie sich doch bitte ernst genommen. Und wenn ich Ihnen sage, ich remonstriere aus mindestens zwei Gründen nicht, dann sage ich Ihnen auch, welche das sind, nämlich erstens, meine Remonstrationspflicht tritt genau dann ein, wenn ich sie von meinem direkten Vorgesetzten bekomme. Sie müssen das schon im Komplex betrachten. Und meine direkten Vorgesetzten haben von mir nichts verlangt, was im rechtswidrigen Bereich wäre. Und deswegen hatte ich nicht zu remonstrieren. Das ist die eine Ebene. Die zweite ist, und das sage ich auch ganz klar und deutlich, ich kann nicht erkennen, dass das Bundesverfassungsgericht oder das Bundesverwaltungsgericht oder der Bundesgerichtshof in irgendeinem Urteil erklärt hätten, dass hier jetzt 2015 oder seit vergangenem Jahr irgendwas rechtswidrig gewesen wäre. Ist mir nicht bekannt. Und insofern bin ich da auf der sicheren Seite und trage das Risiko auch zivil. Gut. Ich denke mal, wir hatten dann einen ganz netten Ausflug ins Beamtenrecht. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir eingangs auch noch mal beschrieben haben, dass wir heute darüber sprechen, wie der Ist-Stand ist und welche Unterkünfte entstehen. Wir haben viele Fragen und ich bitte auch darauf, dass wir uns so ein bisschen auf das Thema heute Abend konzentrieren. Vielen Dank. Ja, das passt sehr gut. Stemmermann, mein Name. Und ich hätte eine Frage. Warum dauert denn gerade die Ausstellung von Formularen wie die Arbeitserlaubnis und Friktionsbescheinigung gerade so lange? Also wenn die Leute nicht arbeiten dürfen, können die zum Beispiel auch nicht in eine eigene Wohnung ziehen und so weiter. Und dann brauchen wir ja umso mehr Kapazitäten in den Wohnheimen. Und außerdem können sich die Leute überhaupt nicht integrieren, wenn sie diese Bescheinigungen nicht haben. Das hat verschiedene Ebenen tatsächlich. Also Punkt 1 ist, Sie müssen ja erstmal in die Lage kommen, überhaupt eine Berechtigung zu haben, arbeiten gehen zu dürfen. Da ist es so, dass Sie in der Regel erstmal 9 Monate hier sein müssen. Und nicht aus einem Herkunftsland mit sicherer Herkunfts-, nein, das den Status sicheres Herkunftsland hat, kommen sollen. Auch das haben Sie vielleicht mitbekommen, wird ja gerade diskutiert. Da gebe ich Ihnen dann gerne auch meine persönliche Meinung. Also ob man nun diese Frist von 9 auf 6 Monate verkürzt, das ist eigentlich relativ egal. Zumal, wenn man dabei bleibt, wie derzeit vorgesehen, dass Menschen, die aus einem vermeintlich sicheren Herkunftsland kommen, von dieser Regelung ausgenommen sein sollen.
Oder um es anders zu sagen, es gibt im Moment Bestrebungen, Syrien zu einem sicheren Herkunftsland zu erklären. Ich habe dazu eine Meinung, aber diese Bestrebungen gibt es. Wenn man Syrien zum sicheren Herkunftsland erklärt, dann bedeutet das also, dass die Syrer, die gerade herkommen, von dieser Regelung nicht profitieren werden, also weiterhin auch gar nicht arbeiten dürfen, selbst wenn sie die entsprechenden Bescheinigungen haben. Ich halte das nicht für schlau, das habe ich bereits gesagt. Und was die Frage der Dauer der Bescheinigung und so weiter betrifft, da ist es so, dass uns das selber auch nicht glücklich macht, aber es gelingt zurzeit tatsächlich nicht, Kolleginnen und Kollegen einzustellen, die diese Arbeit machen. Und wir haben zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, obwohl wir genug Stellen haben. Also wenn jemand für sich dieses Thema entdeckt und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt, kann er sich gern bei uns in der Stadtverwaltung bewerben. Tatsächlich haben wir hier im Moment erheblich zu wenig Personal und nicht besetzte Stellen, weswegen es da zu Verzögerungen kommt, was wir ausdrücklich bedauern. Ja, mein Name ist Angela Nielsen, ich bin Bewohnerin dieser schönen Stadt Rostock. Ich möchte jetzt noch mal auf die Wohnraumsituation zu sprechen kommen. Sie hatten ja gesagt, dass es also aktuell um das Containerdorf das eine geht am Osthafen. Und dann hatten Sie aber auch ein weiteres erwähnt, was in Planung ist. Und hatten ja zum Schluss noch mal gesagt, also dass die Laufzeit maximal 4 Jahre wäre. Und da ist jetzt meine Überlegung und dann kommt auch die Frage dazu, verantwortungsvolles politisches Handeln sollte ja eine mittelfristige und langfristige Planung auch beinhalten. Und da ist meine Frage, es gibt ja Wohnungsnot und mangelnden Bezahlraum, Wohnraum nicht nur für Geflüchtete, sondern der große Mangel besteht ja für Auszubildende, Rentnerinnen, Alleinerziehende, alle Menschen, die das gehobene Wohnsegment nicht bezahlen können. Ein kleines Beispiel ist im Moment ja Potsdam, die eine, ich glaube, es nennt sich Wohnungsbauoffensive gestartet haben, wo 450 Sozialwohnungen gebaut werden. Es gibt aus anderen Kommunen auch andere Beispiele. Und ich finde es gut, dass Sie am Anfang gesagt haben, wir stehen auch dafür ein, dass wir Integration ermöglichen und fördern wollen. Und ich finde es auch gut, dass die Integrationsbeauftragte mit bei dieser Sitzung dabei ist. Aber ich finde, man muss dann auch ganz ehrlich sagen, dass Containerdörfer, die für eine ganz begrenzte Zeit aufgestellt werden und dass dieses Leben in den Containern, auch wenn man es mit Ehrenamtlichen sozusagen etwas erträglicher macht, immer nur eine eigentlich eine Notlösung und keine langfristige oder mittelfristige Lösung sein kann. Und da ist meine Frage eben an Sie jetzt auch, welche ressortübergreifenden Planungen es lang- und mittelfristig gibt und welche Lösungen Sie dafür anbieten können. Also es gibt zum Beispiel auch Kommunen in Niedersachsen, ob Sie einen Austausch mit anderen Städten, mit anderen Kommunen auch pflegen über kreative Lösungsmöglichkeiten. Ich denke da an Beispiele, wo mit städtischen kommunalen Unternehmen, mit der Stadt, mit Kirchengemeinden, mit einzelnen Privatpersonen einfach Genossenschaften gebildet wurden und mit Modulbauweise dann Sozialwohnungen mit relativ wenig bürokratischen Hürden in relativ kurzer Zeit errichtet wurden und die sowohl für Geflüchtete als auch für alle anderen Menschen, die bezahlbaren Wohnraum brauchen, genutzt werden. Und da hat man, außer dass man jetzt gebaut hat, Sozialraumwohnungen hat, hat man die Integration ja mit drin in dieser Planung. Das wären jetzt meine beiden Fragen. Gibt es diesen Austausch? Wird ressortübergreifend gearbeitet? Also die Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Diesen Austausch gibt es, selbstverständlich. Und ich möchte aber tatsächlich auf Ihre Frage noch deswegen eingehen, weil sie noch mal ein bisschen deutlich macht, wie komplex die Fragestellungen sind und wie schwierig sie regelmäßig zu beantworten sind, weil alle Projekte, die ich und das wiederum hat zur Folge, dass die Maßnahmen, die wir da jetzt betreiben, tatsächlich, also Ausnahme ist übrigens das Harms-Wohnheim, ganz ausdrücklich,
Aber das hat dann zur Folge, dass diese Lösungen, die wir im Moment haben, zeitlich befristet sind, weil sie eben vom Flächennutzungsplan her nicht in Wohngebieten liegen. Und da fängt es dann an, schwierig zu werden. Wir haben in Rostock nicht mehr allzu viele freie Wohnbauflächen. Und das haben die Wohnungsgenossenschaften und auch private Wohnungsanbieter auch schon vor 2015 deutlich bemängelt, dass es in der Stadt zu wenig Wohnbauflächen gibt. Sie hatten damit recht. Und dann kommt noch dazu, dass der Wohnungsneubau ja jetzt auch nicht wirklich preiswerter geworden ist in den letzten Jahren. Es gibt etliche Projekte, die ja zurzeit nicht umgesetzt werden, weil die Baukosten ein Niveau erreicht haben, das zu Mieten führen würde, die für viele unerschwinglich sind. Das haben Sie gerade selber beschrieben. Das wiederum führt dazu, dass wir gucken müssen, wo wir denn entsprechende Flächen haben, auf denen wir dann solche Bauten errichten können. Das prüfen wir durchaus, das findet parallel alles statt. Aber die Herausforderung besteht ja eben immer darin, dass man die Flächen hat, auf denen man das dann machen kann. Und da ist die Überlegung völlig klar, dass man erstens eine gemischte Nutzung hat und zweitens auch eine gute Nachnutzungsoption, sodass, oder anders gesagt, dass man flexible Grundrisse hat und entsprechende Gebäudestrukturen dann auch kurzfristig wieder verändern kann. Das prüfen wir, das gucken wir uns an, aber nochmal der entscheidende Punkt ist, dafür braucht es Flächen. Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung aus der reinen Unterbringungsperspektive. Das, was Sie gesagt haben, stimmt natürlich, ne? Gelebte Integration funktioniert immer, wenn wir Nachbarn haben, mit denen wir uns austauschen, wo die Kinder gemeinsam spielen und das nicht flächendeckend in einer Unterkunft passiert, das ist ganz klar. Deswegen ist es auch vielleicht für Sie nochmal ganz interessant zu wissen, dass wir als Amt für Soziales und Teilhabe auch Wohnungen anmieten in der gesamten Stadt. Und da ist es tatsächlich auch so, dass wir 379 Wohnungen auch schon haben. Also das heißt, da natürlich auch der dritte Schritt entsprechend passiert. Das vielleicht nochmal für Sie als Ergänzung, weil das natürlich auch nochmal ein wesentlicher Punkt ist. Ich würde einfach nur, weil es jetzt einmal kurz unruhig war, uns gemeinsam bitten, dass wir uns zuhören, dass wir die anderen respektieren und akzeptieren. Wir sind hier im Raum nicht alle einer Meinung. Müssen wir auch nicht sein. Aber wir müssen es aushalten, dass andere eine andere Meinung haben und sie dabei bitte nicht in ihrer Meinung beeinträchtigen. Und das heißt, dass wir uns hier zuhören, der andere ausreden darf und dass wir bitte uns gegenseitig respektvoll behandeln. Sonst haben wir hier ein Problem und das braucht keiner. Lieben Dank. Ja, hallo, ich bin Jans Korbin und ich wollte erst einmal tatsächlich Danke sagen für Ihre Arbeit und dass Sie tatsächlich allen Menschen, die Hilfe bedürfen, versuchen zu helfen. Sicherlich kann man sich da über einige Punkte streiten, aber tatsächlich Danke dafür. Und dann habe ich drei kleine Fragen. Die erste Frage ist einfach eine Verständnisfrage, weil mir der Begriff noch nie untergekommen ist. Was ist der Ballerhafen und wie kam es zu dem Namen? Das ist ein gastronomisches Angebot im Osthafen und wie es zu dem Namen kam, das müssten Sie den Betreiber fragen, aber ich habe eine Idee. Okay, alles klar, danke schön. Und die anderen beiden Fragen, die erste bezieht sich noch mal so ein bisschen auf meine Vorrednerin und zwar, was für Integrationsmaßnahmen gibt es eigentlich außerhalb der Containerdörfer für die BewohnerInnen der Containerdörfer, weil das haben Sie auch gerade selbst schon gesagt, es ist ja enorm wichtig, eigentlich die Vernetzung in der Stadt auch mit den StadtbewohnerInnen zu schaffen, denn nur so kann ja Integration gelingen, wenn die Geflüchteten auch aus den Containerdörfern raus dürfen und rauskommen, das ist ja enorm wichtig. Und die zweite Frage ist, wie Sie als oder weil ich da selbst an meine Grenzen stoße und mir da den Kopf drüber zerbrochen habe, haben Sie irgendwie Vorstellungen, Maßnahmen, öffentlichkeitswirksam gegen den wachsenden Unmut gegenüber Migration in der Stadt direkt vorzugehen? Ich frage mich auch selbst, wie es halt gehen kann, außer halt über den direkten Austausch zwischen Menschen. Aber Populismus muss man ja irgendwie begegnen durch Öffentlichkeitsarbeit etc. Gibt es da Ideen oder Ähnliches? Ich würde mal mit der zweiten Frage anfangen, weil ich weiß, Steffi Nellis sagt da sowieso auch gleich noch was dazu. Aber ich fühle mich auch angesprochen und will deswegen auch was dazu sagen.
Veranstaltungen wie diese sind ein Teil davon, ganz ausdrücklich, weil ich glaube, dass es überhaupt nicht funktioniert, sich zu verstecken. Und ich sage auch ganz deutlich, ich habe für mich in meiner Meinung, in meinem Umgang mit der Diskussion da einiges verändert. Und ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht anders geht, als ganz viel miteinander zu reden. Das bedeutet aber, dass man eine Sache, die früher sehr normal war und die aber ein bisschen unüblich geworden ist, auch wieder miteinander hinbekommt, nämlich die Meinung des anderen auszuhalten. Und kann sagen, es wird jetzt nicht wirklich überraschen, aber es gab heute auch schon ein oder zwei Meinungen, die geäußert worden sind, die muss ich aushalten. Die gefallen mir gar nicht, die finde ich total falsch. Na und? Dann ist das so. Ich habe ja auch nicht den Anspruch, dass alle meine Meinung richtig finden. Also ich könnte es verstehen, wenn man meine Meinung richtig findet, das gebe ich zu. Aber es ist wahrscheinlich anders. Aber diese triviale kleine Sache, einfach immer und immer wieder zu sagen, Leute, es ist in Ordnung, wenn du eine andere Meinung hast. Ich lasse dir da meine Meinung auch, aber vielleicht schaffst du es mir zuzuhören, genauso wie ich mir ganz viel Mühe gebe, dir zuzuhören. Und ich bin da inzwischen beim Zuhören viel toleranter geworden, als das früher der Fall war. Das ist das, wo ich mich verändert habe. Und ich bin auch ausdrücklich bereit zu sagen, ja, es kann auch sein, dass die Frage von Migration nur ein Ventil für eine allgemeine Unzufriedenheit ist, die vielleicht von ganz woanders kommt, was im Übrigen in der Menschheitsgeschichte nicht das erste Mal so wäre. Aber im Konkreten muss man einen Umgang damit finden. Aber einfach da auch nochmal zu sagen, du, pass auf, bin bereit, diese Ängste wahrzunehmen und zu akzeptieren und lass uns mal gucken, ob wir das miteinander aufgedröselt kriegen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Und wenn es so schlimm ist, dann lass uns gucken, was wir machen können. Auch das ist ja ein Punkt. Ich glaube, eins ist relativ sicher, bei dem, wie Twitter jetzt heißt oder Facebook oder wo auch immer und sei es in einem Telegram-Kanal, irgendwie ganz wütend festzustellen, wie doof alle sind und dass außer einem selbst eigentlich niemand Ahnung hat, kann erstmal sehr befreiend sein, hat aber relativ wenig Chance auf nachhaltige Verbesserung der Situation. Und das, glaube ich, muss auch ein Punkt sein, dass wir es wieder schaffen, miteinander darüber zu reden, was können wir denn gemeinsam machen, worauf können wir uns zusammen verständigen, um Dinge anders zu machen. Das nervt manchmal. Aber es ist ein bisschen wie zu Hause, darüber zu reden, was es am Wochenende zu essen gibt. So einfach ist es. Ja, ich glaube, ich schließe da jetzt mal an. Ich mache es vielleicht nicht ganz so ausführlich zur zweiten Frage, aber es ist letztendlich die zweite, sozusagen der Ausgang für die erste Frage. Ich sage immer, Integration ist Begegnung. Ja? Und das ist ganz wichtig und das haben Sie ja im Grunde genommen angesprochen. Das ist genau der Punkt. Wir können uns da unheimlich viele Theorien überlegen, was man alles machen kann für Integration. Da gehört natürlich vieles dazu. Ich erzähle ja gleich da mehr dazu. Aber in erster Linie geht es um Begegnung. Und wenn Menschen miteinander Kontakt haben, und das werden Sie immer wieder erleben, dass sofort irgendwie kommt, ach wie, der ist, das ist doch Ali oder das ist wer auch immer. Ja, das Thema ist überhaupt nicht mehr da, sobald man die Menschen kennt, sobald man merkt, mein Gott, ne, die haben die gleichen Ideen wie ich und die gleichen Vorstellungen wie ich. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher Effekt, der das hat. Die zweite Frage, die, denke ich, für Sie auch wichtig ist, ist die Frage, darf ich weitermachen? Okay, ich mache einfach weiter. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist die Frage nach den Integrationsmöglichkeiten. Da möchte ich nochmal drauf eingehen. Wir hatten vorhin gehört, dass es in den jetzig neuen geplanten Gemeinschaftsunterkünften auch Sozialräume gibt, wo es natürlich auch gewisse Angebote für die Bewohnerinnen der Unterkünfte gibt. Das ist auch gut so und das ist so wichtig, dass sie auch untereinander auch was machen können. Aber jetzt kommt mein Arbeitsintegrationsbeauftragte. Integration ist natürlich auch außerhalb dieser Unterkünfte. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen auch Ziele haben, aus den Unterkünften rauszugehen, in die Stadtgesellschaft hinein. Wenn ich jetzt anfange bei Schülerinnen und Schülern, dann ist das relativ einfach. Die gehen zur Schule und da funktioniert Integration sowieso automatisch. Darüber müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Jemand, der zur Arbeit geht, der wird das auch relativ schnell erleben. Bei vielen anderen, die das eben nicht die Möglichkeiten haben, ist es schwieriger. Aber dann gibt es eben sowas wie die Sprachkurse, die eben auch ganz bewusst außerhalb dieser Unterkünfte sind, dass die Menschen auch wirklich rauskommen, dass sie wirklich in die Gesellschaft reinkommen. Es gibt außerhalb sehr viele verschiedene Beratungsinstitutionen, die auch hier Angebote geben. Es gibt fast
fast in jedem Stadtteil, Stadtteil und Begegnungszentren. Also ich könnte jetzt noch relativ die Sportvereine, das hat der Wockhahn vorhin am Anfang schon gesagt, es gibt in Rostock und wie wahrscheinlich in den meisten Kommunen ein sehr breit gefächertes Angebot oder Angebote für Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass die Menschen dorthin gehen und dort auch aufgenommen werden und ankommen können, weil das ist der beste Garant, um Integration zu ermöglichen. Und da gebe ich auch ehrlich zu, ich denke, man muss nicht immer hier oben nur sitzen und die schönen Dinge erzählen, das ist mir schon klar. Auch hier ist es natürlich bei einer oder anderen Sache auch durchaus die Kapazitätsgrenze erreicht. Auch das muss man bei aller Ehrlichkeit auch so ansprechen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Beratungsinstitute das nicht machen wollen, sondern auch hier stoßen wir immer wieder auch an nicht vorhandene personelle Ressourcen, die letztendlich auch an nicht vorhandenen finanziellen Ressourcen sind. Also insofern, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis, aber natürlich, es gibt viele Angebote und ich glaube, das ist das Wichtigste, um die Integration wirklich zu ermöglichen. Ja. Hallo, also ich habe auch mal eine Frage und es geht auch um Integration zum Beispiel. Momentan haben wir ja noch nicht so wahnsinnig viele Migranten in Rostock, sodass Integration vielleicht auch noch möglich ist, so wie Sie das gerade gesagt haben. Wenn denn aber in Zukunft hier 1000 und noch mehr Migranten herkommen, dann frage ich mich, wo sollen die alle untergebracht werden, außerhalb des Containerdorfes oder sollen die da jahrelang bleiben? Wohnraum ist nicht da, Kindergärtner fehlen, Lehrer fehlen. Wie soll das funktionieren? Wie stellen Sie sich das vor? Ich kann mal damit anfangen zu sagen, auf 210.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind 1.000 erstmal nicht viel. Ich sage es aber anders und das zeigt, dass wir tatsächlich eine deutliche Veränderung haben. Ich erzähle das dieser Tage gerade wieder relativ häufig. Als ich 2004 das erste Mal in die Bürgerschaft gewählt worden bin, da lag der Ausländeranteil in Rostock bei knapp 3%. Da waren wir die mit Abstand bunteste Stadt in ganz Mecklenburg-Vorpommern. So viele Ausländer gab es nirgendwo sonst in ganz Mecklenburg-Vorpommern in einer Stadt. Heute sind wir bei rund 10%. Und man sieht das auch. Die Stadt hat sich da durchaus gewandelt. Und die spannende Frage ist ja, empfindet man das als Bedrohung oder als Bereicherung oder ist es eigentlich egal? Und nee. Und Sie haben ja recht mit der Frage, kann das Ganze unendlich weiterlaufen? Da will ich Ihnen sagen, wir haben ja als Stadt unter dem vorvorletzten Oberbürgermeister eine Bevölkerungsprognose auf den Tisch gelegt, wo er davon ausgegangen ist, dass wir bis 2040 mindestens 235.000 Menschen in dieser Stadt sind. Naja, ich sage, damals, und das ist noch gar nicht lange her, wurde davon ausgegangen, dass wir die Stadt jetzt so entwickeln, dass wir auf 235.000 Einwohnerinnen und Einwohner planen. Das heißt, wir wollten beispielsweise ein neues Wohngebiet Groß-Bistow bauen. Das ist derzeit nicht geplant. Wir haben ein großes Areal am Werftdreieck. Da sollen auch mehrere hundert Wohnungen entstehen, die aber zurzeit auch nicht gebaut werden, aus den Gründen, die wir vorhin schon benannt haben. Aber anders gesagt, ist doch völlig klar, wenn mehr Menschen kommen, dann müssen wir natürlich die Stadt entwickeln. Und die Stadt ist in ihrer Vergangenheit immer mal geschrumpft und mal gewachsen, mal so, mal so. Das ist ja nicht unüblich. Und natürlich ist die große Kunst immer, die entsprechende Schrittgeschwindigkeit zu halten. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie Kindergartenplätze angesprochen haben, weil für Kindergärten bin ich ja auch zuständig und da freue ich mich ganz dolle sagen zu können. Rostock ist eine der ganz, ganz wenigen Städte in ganz Deutschland, in denen es nachweislich keinen Mangel an Kindergartenplätzen gibt. Nein, wir haben 1.300 freie Plätze in Krippe, Kindergarten und Hort. Ich schwöre. Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich will nur sagen, Kindergartenplätze sind bei uns zurzeit kein Problem. In anderen Städten ist das so. Nein. Schauen Sie, das ist ja völlig richtig. Aber genau deswegen hat ja Frau Nellis auch gesagt, dass wir deutlichen Fokus drauf haben, zu sagen, dass Integration nicht nur in Einrichtungen stattfindet, sondern dass Integration in der Nachbarschaft ist, sondern dass Integration ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist. Natürlich ist es so. Und tatsächlich im Übrigen müssen wir ein ganz großes Interesse haben, dass wenn Kinder als Kinder zu uns kommen, sie möglichst schnell in die Kita kommen. Eine bessere Integration gibt es gar nicht.
Und zwar nicht nur für das Kind, sondern auch für die Eltern, weil man nämlich plötzlich Kontakte zu anderen hat. Und kann Ihnen sagen, ich gehe sehr regelmäßig in eine Kita aus Gründen und rechts am Haken hat ein chinesisches Kind seine Sachen und links am Haken ein venezolanisches. Und dazwischen ist ein Kind, das ich auch ganz gut kenne. Total super, wir haben total spannende Gespräche, die Kinder haben total interessante Dinge miteinander. Und also da gibt es keine Angst. Schönen guten Abend, Herr Bockhahn. Ich bin der Martin Heilmann. Wir kennen uns und ja, ich gehöre, Sie sagten fast von vorhin, von 95%, wo alles gut läuft. Ich weiß nicht, woher Sie die Zahl haben, weil von Herrn Ebert habe ich ein paar andere Zahlen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich gehöre zu den 5%, das wissen Sie. Mein Sohn ist in Groß-Klein bis aufs Leben bedroht worden. Er soll umgebracht, abgestochen werden, alles. Meine Familie ist geflüchtet. Ich habe es aus meiner Tasche bezahlt. Ich habe keinerlei Hilfe von der Stadt gehabt. Die Schule, alle wussten, auch Sie wussten Bescheid. Ja. Ich schaue Sie jetzt ganz genau an. Und das ist kein Einzelfall. Auch das wissen Sie. Das nächste, was ist, das Thema kam von dort noch mit den Ortsbeiräten. Der Herr Dr. Wenske, stellvertretendes Mitglied, stellvertretender Vorsitzender in Groß-Klein, hat in der Ostsee-Zeitung Falschbehauptungen losgelassen. Die Ostsee-Zeitung selber ist ja nicht mal ansatzweise bereit gewesen, eine Gegendarstellung entgegenzunehmen, obwohl ich sogar Zeugen hatte. Man wird totgeschwiegen. Die Opfer werden totgeschwiegen. Mich hat es zigtausende Euro gekostet, die Umzüge. Es waren sogar zwei Umzüge, eigentlich aus dem Blockmaring 46 in den Blockmaring 27. Von Blockmaring 27 ging es dann in einen anderen Stadtteil. Das habe ich aus eigener Tasche bezahlen müssen. Meine mittlerweile geschiedene Frau ist mit 40 arbeitsunfähig. Meine Kinder sind jahrelang bei Frau Dr. Horn in Betreuung gewesen, teilweise heute noch. Jetzt gucken Sie mich an und ich bin kein Einzelfall. Jetzt wissen Sie ganz genau, wie ich denke. Wenn ich Sie hier höre und dieses Hurra, schauen Sie sich die Parallelgesellschaften in Groß-Klein und die anderen Stadtteilen Nordwesten an. Schauen Sie sie sich an. Das hat nichts mit Integration, kein gar nichts zu tun. Wir haben viele Ausländer. Das heißt, für mich sind es keine Ausländer, ob es Vietnamesen. Wir haben in der Familie sogar Ukrainer. Egal wie, wir haben viele Freunde. Aber es gibt Bereiche in der Gesellschaft, die sich gar nicht integrieren wollen. Und hier wird Hurra und Juhu gebrüllt. Und das ist nicht akzeptabel, zumal es gegen Leib und Leben unserer Kinder geht. Und da bekomme ich keine Hilfe und da bekommen viele andere auch keine Hilfe. Was sagen Sie dazu? Mich hat es zigtausende Euro gekostet. Und Sie wissen noch Ihren letzten Auftritt 2018, wo ich bei Ihnen dann in der Öffentlichkeit darum drängen musste, dass mein Sohn dann wenigstens einen Hortplatz bekommt. Damals war meine Frau zu einer Versuch zu arbeiten. Das hat gedauert, es kam dann zwar, aber mittlerweile ist sie arbeitsunfähig. Und es kamen danach noch mehr Probleme. Da können Sie sich gerne in die Großensternschule, in die Großensternspitzens Grundschule in Schmarl wenden. Ja, mein Sohn, das dürfte Ihnen auch bekannt sein, und dann fragen Sie mal nach, was da alles vorgefallen ist. Wie oft mein Sohn grundlos angegriffen wurde. Und nicht nur mein Sohn, auch andere Kinder, die von hier stammen. Gut, es gibt auch diese 5% plus, viel plus. Und was sagen Sie da, was machen Sie da? Das bloß auf die Polizei zu schieben, Herr Damrath. Ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Der ist ja schon in seinem Stadtteil, sage ich mal, wo das Revier sich befindet, fast überfordert. Geschweige, dass er sich in Groß-Klein blicken lässt. Ja. Und der Drogenkonsum, und ich meine, ich bin in meinem Stadtteil gut vernetzt, das wird immer schlimmer. Woher kommt das Zeug? Also, ich sage, ich kenne ein paar Leute, aber die Händler davon, die sind, ja. Herr Heimann, Sie sind jetzt ganz viel auf einmal, ne? Und ja, ich kenne Ihre Geschichte und Sie wissen, dass ich mit Ihnen nicht in allen Punkten übereinstimme. Das gehört auch dazu. Das schließt genau an das an, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben auch auf Ihre Biografie eine unterschiedliche Sicht und ich kann bis heute sagen, dass ich etliches, was Ihnen passiert ist, bedauere, dass ich aber der Behauptung, dass nichts für Sie getan worden wäre, entschieden entgegentrete. Und Herr Heilmann, das ist jetzt ein bisschen unbequem, das weiß ich auch, aber dass Sie immer nur unbeteiligt gewesen wären,
deckt sich nicht mit dem, was ich an Kenntnisstand habe. Das werden wir jetzt aber idealerweise nicht hier öffentlich ausdiskutieren. Ich möchte... Ich sage Ihnen jetzt nochmal, ich werde nicht der Versuchung erliegen, dass wir das jetzt hier in der Öffentlichkeit miteinander ausdiskutieren, weil es nämlich beispielsweise die Gefahr bringen könnte, dass Dinge, die dem Sozialdatenschutz unterliegen, in die Öffentlichkeit kommen. Und es ist keine Schutzbehauptung, sondern schlicht und ergreifend realistisch. Und ich sage auch so ganz klar, wir haben ja nicht nur einmal miteinander geredet und es ist uns nicht gelungen, einer Meinung zu sein. Das ist auch sehr bedauerlich. So, wir haben oft viel vernünftig miteinander besprochen und dann sind wir aber irgendwann gar nicht mehr zusammengekommen. Das stimmt und das ist bedauerlich. Aber ich glaube nicht, dass das damit zu tun hatte, dass es Migrantinnen und Migranten gibt. Und ich kann ganz klar und deutlich sagen, dass ich da auch nicht unterscheide. Also mögen Sie es trivial finden oder nicht, aber mein Großvater hatte mal zu mir gesagt, weißt du, Steffen, Idioten gibt es überall und wir sind nicht zu kurz gekommen. Der hat das aber nicht mit Bezug auf Migranten gesagt. Aber ich finde, man kann so allgemein, wenn man sich die Menschheit anguckt, feststellen, das haben Sie jetzt gesagt, ich finde, wenn man sich das anguckt, das gesellschaftliche Zusammenleben, das ist immer schwierig und problembehaftet. Aber, und den Punkt möchte ich ausdrücklich noch machen, Sie haben jetzt immer und immer wieder gesagt, wir würden hier die ganze Zeit Hurra schreien. Das entspricht nicht meiner Wahrnehmung. Sondern ich sage ganz klar und deutlich, dass wir hier vor erheblichen Herausforderungen stehen und dass wir uns ganz schön strecken müssen, um die Dinge zu schaffen. Und das habe ich jetzt nicht gehört, also deswegen kann ich darauf nicht eingehen, aber es ist auch erstmal gar nicht wichtig, weil der entscheidende Punkt ist, wir haben in der gesamten Gesellschaft Leute, die halten sich an Regeln und wir haben Leute, die tun es nicht. Und wer sich an Regeln hält, hat im Normalfall relativ wenig Probleme. Und die es nicht tun, sollten Probleme haben. Und das klappt mal besser und mal schlechter. Das ist so. Aber daraus eine Verallgemeinerung zu machen, hielte ich für falsch. Ja, und ich denke, weil wir sehr viele hier im Raum sind, die nicht jedes Detail der individuellen Geschichte hören, belassen wir es jetzt dabei. Ich denke mal, der Senator ist bekannt. Es gibt auch diverse Termine, um mit ihm außerhalb der Veranstaltung nochmal den Kontakt zu suchen. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Thema und Fragen im Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingssituation und die Unterbringung sind weiterhin willkommen. Herr Bockan, an Sie eine Frage. Sie haben vorhin gesagt, viele, die da sind, würden gern arbeiten. Können Sie mal Zahlen sagen, die seit 9 Monaten da sind, die arbeiten könnten, welche Berufsgruppen betroffen wären? Also das mit den Berufsgruppen ist eher schwierig, weil dazu bräuchten Sie ja auch erstmal die Anerkennung Ihres Berufsabschlusses, Klammer auf, wenn Sie denn eine haben, Klammer zu. Das ist also tatsächlich ja Teil der Wahrheit, aber Sie wollen konkretisieren? Ja, Sie sagten, viele, die da sind, könnten arbeiten. Dann müssen Klar. Sie ja eigentlich wissen, wie viele das sind. Und wenn es nur daran liegt, kann es ja nicht sein. Denn wir haben ja seit 2015 Flüchtlinge und Migranten da. Und wir wissen, das haben Sie auch vorhin angesprochen, dass wir Fachkräftemangel haben. Und wenn Sie jetzt sagen könnten, es sind, was weiß ich, aus dem Pflegebereich, Hortbereich oder sonst was, so und so viel, dann würde sich vielleicht noch eine weitere Frage ergeben können. Also, erstens, von denen, die 2015, 16 zu uns nach Rostock gekommen sind, sind übrigens die allermeisten nicht mehr da. Die sind woanders. Wo auch immer, aber in Rostock sind gar nicht mal so viele geblieben. Das Zweite ist tatsächlich, wenn Sie als Syrer, als Afghane, als Russe, als Iraner oder als Iraker nach Deutschland kommen, dann werden Sie in aller Regel keinen Berufsabschluss als Pflegefachkraft oder Pflegehilfskraft haben, weil es diese Abschlüsse so in der Form, so dass sie in Deutschland umgehend anerkannt würden, in den entsprechenden Herkunftsländern nicht gibt. Was es aber durchaus gibt, ist die Möglichkeit, hier relativ schnell dann in den entsprechenden Berufen tätig werden zu können, wenn sie das entsprechende Sprachniveau haben. Da wiederum ist es tatsächlich auch so, das ist ein Punkt, den ich nicht erst einmal laut und deutlich kritisiert habe, dass die
Anforderungen an Lehrkräfte für Integrationskurse in Deutschland sehr, sehr hoch sind, weswegen es tatsächlich nicht genug Integrationskurse gibt. Wir würden gerne deutlich mehr Integrationskurse anbieten, um dieses Sprachniveau möglichst schnell herzustellen. Tatsächlich habe ich die konkrete Zahl nicht dabei, aber ich weiß, dass die Bundesagentur für Arbeit und auch das Hanse Jobcenter regelmäßig entsprechende Statistiken führen für Leute, die bei denen dann in der Statistik auch sind und das ausführen. Das ärgert mich gerade, dass ich die Zahl nicht mitgebracht habe. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es auch für Rostock im Bereich von mehreren hundert Leuten ist. Und worauf ich den Fokus legen möchte, ist zu sagen, es gibt ja auch im Handwerk, es gibt in vielen Bereichen Jobs, die nicht besetzt werden können. Auch in Bereichen, die mit Helfertätigkeiten zu tun haben zunächst. Und dann kann es auch weitere Qualifizierungen geben. Und das ist tatsächlich so, dass das oft nicht zugelassen ist. Also da kann ich Ihnen sagen, können die Kollegen hier vorne aus den Einrichtungen, die in der sozialen Betreuung sind, Ihnen ganz, ganz viele Geschichten erzählen von Leuten, die gerne arbeiten würden, aber halt nicht dürfen. Also die ein Bleiberecht haben, man kann es doch auch mal mit Praktika oder sonst was probieren, um dann zu sehen, kann es funktionieren oder kann es nicht funktionieren. Um das vielleicht nochmal so zu sagen, bei Menschen mit einer Bleibeperspektive ist das Problem relativ übersichtlich. Wer da arbeiten will, der ist auch ziemlich schnell dabei. Wenn dann Berufsanerkennungen da sind, wenn dann die entsprechenden Sprachniveaus da sind. Und da gibt es in aller Regel vor allen Dingen das Sprachniveau B1, das erreicht werden muss. Das ist schon eine kleine Herausforderung, das kann man so sagen, weil das natürlich bedeutet, dass sie sich in Wort und Schrift stabil austauschen können müssen. Aber das ist was, da gibt es wirklich viel mehr schöne Geschichten, als man ahnt. Also da gibt es auch wirklich eine ganze Reihe an Erfolgsgeschichten, wo Leute gut integriert sind. Im Übrigen, wenn Sie durch diverse Einzelhandelsgeschäfte der Stadt gehen, ich will jetzt keine Supermarktkette namentlich nennen, oder wenn Sie durch Bäckereiketten gehen, dann werden Sie feststellen, dass sich die Mitarbeiterschaft da schon ein bisschen verändert hat. Also das findet ganz real statt. Und es sind im Übrigen selten Jobs, die man irgendwem weggenommen hat, sondern es sind Jobs, die endlich besetzt worden sind. Die Sie vorhin genannt haben. Ja, ja, klar. Also die in diesem Jahr zugewandert. Nee. Aber die tatsächlich, Entschuldigung, um das nochmal zu sagen, die 1227, die müssen ja tatsächlich erstmal das Sprachniveau erreichen. Also da geht es ja erstmal darum, dass da die Sprache geschaffen wird. Und das ist genau das, was ich vorhin auch meinte. Da würde ich persönlich als Mensch mir wünschen, dass wir da zu anderen Regelungen kämen. Das muss allerdings die Bundesregierung mit dem Bundestag gemeinsam entscheiden. Ich glaube, dass auch da der Spracherwerb deutlich leichter ginge, wenn man schon nebenbei arbeiten könnte und dürfte. Aber das ist eben im Moment anders geregelt. Mein Name ist Katja. Ich habe auch einige Fragen. Die erste Frage ist, Sie sprachen von 235.000 Einwohnern. Ist das Ziel für Rostock in den nächsten Jahren oder vielleicht auch nur 220.000? Wie viele Tausend Flüchtlinge meinen Sie denn dabei integrieren zu können? Beziehungsweise wie groß ist die Spanne zwischen der jetzigen Einwohnerzahl und der Zahl, die Sie maximal aufnehmen könnten oder meinten aufnehmen zu können? Also meine erste Frage. Wir haben, ja, das kann ich, aber darf ich das gleich beantworten, weil da gibt es nämlich ein ganz großes Missverständnis. Ich habe vorhin gesagt, dass der vorvormalige Oberbürgermeister gesagt hat, die Bevölkerungsprognose sieht so aus und alle Planungen der Stadt sind darauf auszurichten. Die Zeit ist weitergelaufen und heute ist es ausdrücklich so, dass wir bei derzeit 209.000 Einwohnerinnen und Einwohnern davon ausgehen, dass wir auf ungefähr diesem Niveau bleiben. Die 220.000, um ganz genau zu sein, 221.000, sind eine Zahl, die aus dem Aufstellungsverfahren für den neuen Flächennutzungsplan kommen. Warum? Also die weicht ausdrücklich von der Bevölkerungsprognose ab. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil man auch sogenannte Potenzialflächen und Vorsorgeflächen mit berücksichtigen muss. Und deswegen plant man da erstmal eine höhere Zahl an Einwohnerinnen und Einwohnern, damit man dann für Wohnungsbau und gegebenenfalls noch Flächen zur Verfügung stellen könnte.
Die Bevölkerungsprognose liegt aber bei einer relativ stabil gleichbleibenden Zahl. Und da kann ich Ihnen ausdrücklich sagen, ohne Zuwanderung wird diese Stadt sehr schnell sehr stark schrumpfen. Also was für eine Zuwanderung oder in welcher Zahl erhoffen Sie denn dann, dass Rostock so viele Menschen aufnimmt? Oder wie viele Menschen kann oder soll Rostock aufnehmen? Die Frage stellt sich für mich ehrlicherweise nicht. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Zuwanderung, aber das ist meine persönliche Sicht der Dinge. Ich weiß, dass es anderen anders geht. Für mich ist übrigens völlig egal, ob jemand aus Zwickau nach Rostock kommt oder aus Baku. Das ist mir Banane. Aber das ist meine Sicht der Dinge. Was ich aber eben gesagt habe, und das würde ich gerne auch nochmal ausdrücklich nachschärfen, ich habe gerade formuliert, dass ohne Zuzug diese Stadt sehr schnell stark schrumpfen wird, weil diese Stadtgesellschaft genauso wie die deutsche Gesellschaft insgesamt überaltert ist und weil die Anzahl der Kinder, die geboren werden in dieser Stadt, übrigens egal von wem, die Anzahl der Kinder, die in Rostock geboren werden, bleibt deutlich hinter der Zahl derer zurück, die sterben. Und das ist dann eine relativ einfache Rechnung. Dann schrumpft diese Stadt. Also ich habe auch kein Problem mit Zuwanderung, das mal vorweg. Ich habe auch kein Problem mit Migranten im Allgemeinen. Ich habe ein Problem, wenn man die Masse dabei sieht und wenn man die Masse aus verschiedenen Nationen, also verschiedenen Ländern, verschiedenen Nationen, die sich auch nicht miteinander vertragen, wenn man das berücksichtigt. Darauf wird überhaupt nicht reagiert, aber wir haben ja in verschiedenen Einrichtungen von Flüchtlingen solche Situationen erlebt, dass wir innerhalb der Einrichtung sich die verschiedenen Nationen bekämpfen. Wir haben also da ein Problem, was überhaupt noch nicht angesprochen wurde. Und worüber ich reden wollte, Integration ist ein sehr schwieriges Thema, wenn es schon erwachsene Leute betrifft. Jugendliche, die lernen natürlich, und Kinder, die lernen die Sprache sehr schnell. Aber wenn wir hier Leute im mittleren Lebensalter oder sagen wir mal über 20, wenn die ankommen, die haben das sehr, sehr schwer, die Sprache zu erlernen. Und viele kommen aus Ländern, wo sie nicht mal in der eigenen Sprache vielleicht eine Schulbildung oder eine in unserem Niveau entsprechende Schulbildung absolviert haben. Für die wird das also nahezu unmöglich sein. Und insofern wird eine Integration, denke ich, fast eine Illusion sein. Also ich habe selbst im Ausland studiert, ich weiß, wie es ist, wenn man in einer geschlossenen Community der eigenen Art ist, dann spricht man nur dann die andere Sprache, wenn man es wirklich muss. Und ich als Student war dazu genötigt und ich wollte es auch. Wir hatten auch das Interesse daran und wir waren noch jung. Aber wenn man nicht muss, und wenn da kein leichter Druck dahinter steht, dann gelingt das nicht. Die Menschen sind halt bequem, das sind sie alle. Also das ist nicht mal ein Vorwurf diesen Einwanderern gegenüber. Und ansonsten, was die Masse betrifft, ich meine, da haben wir gute Beispiele bei den Aborigines und bei den Indianern, wie es mit einer Masseneinwanderung ausgegangen ist. Naja. Also das Gleichnis finde ich insofern schwierig, als dass die Eroberung Amerikas durch die Weißen zu einer Zeit passiert ist, als, ich sag mal ganz liebevoll, das Grundgesetz noch nicht galt. Und da gab es zivilisatorisch andere Anspruchsvoraussetzungen und da gibt es übrigens auch ganz knallharten Rassismus. So, und letztlich ist ja, sich jetzt an die Seite der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner sowohl Australiens als auch der beiden amerikanischen Kontinente zu stellen, vor allen Dingen eine ganz scharfe Kritik an den westeuropäischen Gesellschaften, weil es waren ja gerade die Kolonialmächte Europas, die sich so benommen haben, wie sie sich benommen haben. Und wenn man es kritisieren möchte, dann kann man das tun. Sie haben eben auch gesagt, dass es ganz normal ist, dass man, wenn man unter sich ist, in seiner Muttersprache spricht. Das ist übrigens nicht ungewöhnlich. Ich habe das im Urlaub in Spanien oder in Italien auch schon erlebt, dass Deutsche da miteinander nur Deutsch gesprochen haben.
Das ist aber auch nicht schlimm. So. Ich finde das immer ganz cool, wenn die dann gelegentlich, wenn sie außerhalb der eigenen Ferienwohnung oder des Hotels sind, versuchen, Spanisch oder Italienisch zu reden. Das ist aber auch eine Haltung, die man selber hat. Klar ist aber, wenn wir es Menschen, die herkommen und die Sprache nicht so besonders gut können, nicht möglich machen, die Sprache zu lernen, dann ist das halt schwierig. Klar, das muss am Ende jeder selber können. Ich bin da vielleicht im Detail manchmal auch härter, als man mir das zutrauen würde, weil ich tatsächlich die Erwartungshaltung habe, dass wenn jemand herkommt, auch wirklich größtes Engagement entfaltet wird, um die Sprache zu lernen. Und dass der Unwille, das zu tun, nicht die Unfähigkeit, der Unwille, das zu tun, auch mindestens eine freundliche Ansprache, um es liebevoll zu sagen, zur Folge haben sollte. Weil tatsächlich gemeinsame Sprache auch Voraussetzung für gemeinsames Miteinander ist. Ein Punkt, den Sie so daher gesagt haben, möchte ich aber auch oder beiläufig erwähnt haben, möchte ich auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass sich auch das bitte nicht verfestigen sollte. Natürlich kommt es vor, dass Menschen unterschiedlicher Nationalität in Unterkünften sich gegenseitig an die Wäsche wollen, um es mal laps zu formulieren. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ich kann Ihnen versichern, dass wir zum Beispiel genau deswegen immer darauf achten, dass wir bei der Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte versuchen, genau solche ethnischen oder Nationalitätenkonflikte zu berücksichtigen und bei der Belegung nicht zu provozieren. Also es ist relativ normal, dass wir Armenier und Aserbaidschaner gerade auch in dieser Zeit, also jetzt nicht direkt nebeneinander unterbringen, wenn wir das Gefühl haben, dass die ihre eigene Nationalität gerade sehr stark spüren. Das wäre ja auch dumm. Das heißt übrigens nicht, dass man akzeptiert, wenn da jemand anfängt, dem anderen ein Leid tun zu wollen. Ganz ausdrücklich nicht. Sondern das heißt, dass man erstmal versucht, den Konflikt zu entschärfen und dass man ihn dann bearbeitet. Und das ist übrigens völlig normal. Und ohne das ins Triviale verziehen zu wollen, möchte ich nur daran erinnern, dass es ja gelegentlich in Deutschland nicht gelingt, friedlich miteinander klarzukommen. Also ich habe mal gehört davon, dass Mecklenburger und Vorpommern nicht erfreut sind, wenn Sachsen am Strand liegen. Es sind beides Deutsche. So. Manchmal reicht es sogar, von einem Dorf ins andere zu gehen. Und dann wird man auch schon schief angeguckt. Ich sage das ganz bewusst, um deutlich zu machen, dass wir das unterscheiden müssen, ob Menschen miteinander klarkommen und in der Lage sind, Konflikte miteinander zu bewältigen oder nicht. Die Frage, was das für ein Konflikt ist, ist dabei zweitrangig. Die entscheidende Frage ist, ob wir in der Lage sind, Konflikte friedlich miteinander zu lösen. In dieser Gesellschaft, ja oder nein. Und wenn wir es nicht können, was braucht es, um das zu tun? Das ist die Kernfrage. Und vielleicht noch ergänzend, haben wir auch in den Unterkünften die soziale Betreuung, das gehört auch nochmal dazu. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass Sie auch wissen, dass wir Träger haben, die ganz aktiv vor Ort tätig sind, um jeden individuell zu unterstützen. Wir haben ganz viele hier vorne sitzen, die in den Unterkünften großartige Arbeit leisten und die natürlich auch pädagogisch da aktiv sind. Ich will noch mal kurz, weil es jetzt schon eine etwas spätere Stunde ist für den heutigen Abend, sagen, wir haben jetzt ganz viel besprochen, nicht nur über die Unterkünfte in Rostock, die wir haben, die entstehen, sondern auch über individuelle Probleme, vor allem aber auch über das Thema Integration und über die Ängste und Nöte, die wir haben. Ich sehe noch eine Frage. Ich würde vorschlagen, dass wir die definitiv auch noch annehmen und würde vorschlagen, dass wir dann noch mal uns tief in die Augen gucken, ob es irgendwas gibt, was wir ganz aktiv besprechen sollten. Ja, Frau Lese, vielen Dank. Es sind zwei Fragen. Wir hatten hier eine kleine Absprache. Genau, ich möchte gerne aus der Perspektive einer Person sprechen, die hauptamtlich Menschen mit Fluchthintergrund und mit anderen Migrationsbiografien berät, und würde doch nochmal an der Stelle nach all den Wortbeiträgen heute sagen, dass ich für eine Differenzierung plädieren möchte. Ja? Es gibt viele Tage, die ich auf Arbeit bin und denke, oh Gott, was mache ich hier? Es gibt Leute, die sitzen vor mir und ich denke, was bist du für eine Flitzpiepe? Ja? Aber es gibt genauso viele Menschen, die sehr engagiert daran arbeiten, einen Teil hier zum gelingenden Zusammenleben beizutragen. Und da hier sehr oft auf das Thema Arbeit fokussiert wurde, möchte ich auch sagen,
genau die Leute oder die Probleme, die Sie angesprochen haben, nicht genug Personal in der Pflege, nicht genug Personal in den Kindergärten, das sind Lücken, die von Menschen geschlossen werden, die ich berate. Ja? Und es geht von Menschen, die Medizin studieren oder Wirtschaft studieren, bis hin zu Leuten, die morgens ins Hotel fahren und dort die Klos putzen. Es stört mich, dass wir tatsächlich immer nur an der Stelle über qualifizierte Zuwanderung sprechen, weil wir genug Jobs haben, die liegen bleiben, die niemand machen möchte. Und wir haben einen Bedarf an einer Nettozuwanderung pro Jahr von mehreren hunderttausend Menschen im Jahr. Ja, und das sind Potenziale, die wir nutzen sollten. Und trotz dessen, selbst wenn es Menschen sind, wo die Potenziale vielleicht länger verborgen bleiben, ja, sind es Menschen. Und genau an der Stelle möchte ich nochmal einhaken, und sicherstellen, dass wir uns so auf Augenhöhe begegnen, dass wir sagen, ich stehe einem Menschen gegenüber, nicht dem Migrant oder der Geflüchteten. Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie auch nochmal Ihre Perspektive reingebracht haben. Ist für uns natürlich auch nochmal wichtig, das Erlebte zu hören. Ja, ich hätte tatsächlich nochmal eine Frage zu der Unterbringung. Sie haben das Harms-Wohnheim angesprochen. Ich bin ein bisschen überrascht. Ende 2022 wurde das ja von Seiten der Uni aufgelöst, weil dieses Gebäude gar nicht mehr hergibt, dass dort Menschen untergebracht werden können. Die Uni sprach in ihrer Pressemitteilung damals sogar davon, dass das Gebäude nicht mehr wirtschaftlich saniert werden kann, im Zweifelsfall nur noch abgerissen werden kann. Was hat sich jetzt seit letztem Jahr bis diesem Jahr verändert, dass das Gebäude auf einmal bewohnbar ist und so, dass wir es menschenwürdig bewohnen können? Letztlich ist diese Geschichte eine von denen, die zeigen, wie komplex und wie schwierig die ganze Geschichte immer wieder ist. Und Sie wissen wahrscheinlich auch ganz genau, dass nicht alle der Überzeugung waren, dass dieses Haus in einem so schlechten Zustand ist, dass es nicht mehr genutzt werden könnte. Wir haben uns das Haus sehr wohl angeguckt und können sagen, dass der kommunale Eigenbetrieb sehr sicher ist mit einem sehr überschaubaren Aufwand, innerhalb von 2 Monaten das Haus wieder gut bewohnbar zu machen. Und das überrascht übrigens nicht alle in der Uni, aber ehrlicherweise habe ich gar keine Lust, mich da in uni-interne Auseinandersetzungen hineinzubegeben. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit bekommen, das Gebäude zu nutzen, und zwar ziemlich kurzfristig, und kann Ihnen versichern, dass wir uns sehr sicher sind, dass das Gebäude einen Standard hat, den wir in anderen Unterkünften nicht erreichen. Vielen Dank für die Frage. Ich gucke nochmal in die Runde und stelle fest, dass es keine weiteren Fragen gibt. Möchte mich somit also ganz eine Frage, na gut, die lassen wir noch zu. Ja. Mein Name ist Raphael und ich wohne hier im Kolwittweg, habe auch den Sportplatz, den neuen, der super ist, genutzt und habe auch mit Flüchtlingen gesprochen. Mit einem Tschetschenen, 38 Jahre alt, der gerne arbeiten würde als Kraftfahrer, aber da ist die sprachliche Barriere. Und ich vermisse hier, wir sprechen über Leute, die kaum einer kennt. Warum ist nicht einer von den Flüchtlingen auch hier und spricht über seine Erwartungshaltungen? Die kennen wir kaum. Und das bedrückt mich sehr, weil ich den Kontakt gesucht habe. Und mit Radebrechen haben wir uns verständigen können. Und da habe ich gemerkt, dass diese, sagen wir mal, entwurzelten Menschen auch eine Seele haben und gut leben möchten, aber wir wissen nicht, wie sie leben wollen. In Containerdörfern oder wie auch immer, im Doppelstockbett. Das habe ich als Student vor 60 Jahren gehabt. Das möchte ich nicht mehr haben. Und ob die das haben wollen, weiß ich auch nicht. Das bewegt mich, und darüber haben wir heute überhaupt nicht gesprochen. Wir haben keinen Flüchtling hier vor Ort, der auch mal seine Meinung sagt. Danke. Tatsächlich, also vielen lieben Dank für den Beitrag. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns natürlich im Vorfeld der Veranstaltung lange und viele Gedanken gemacht haben, wie ein geeignetes und gutes Format aussehen kann. Wir haben uns dazu entschieden, den Versuch zu unternehmen, uns auf die Unterbringungsmöglichkeiten zu fokussieren, weil das zunächst das Thema ist. Dass wir darüber hinaus immer wieder gerne
Und da steht die Integrationsbeauftragte auch jederzeit zu Gesprächen bereit, miteinander austauschen, was möglich ist, was wünschenswert ist und was wir vielleicht aber auch nicht schaffen. Das gehört dazu. Ich kann Ihnen versichern, dass wir deutlich mehr über die Zugewanderten wissen, als Sie das gerade befürchten. Und das meine ich gar nicht als bedrohliche Aussage, sondern als vorteilhaftes. Und es wird Sie überhaupt nicht überraschen, wenn ich sage, wir wissen, dass keiner gerne im Container wohnen möchte. Wir wissen aber auch, dass es immer noch besser ist als eine Sporthalle. So trivial ist es. Und deswegen haben wir beispielsweise auch uns angeschaut, dass wir im Osthafen schon eine andere Qualität umsetzen, als das an der Fiete-Reder-Halle der Fall ist, weil wir auch da ein Stückchen was gelernt haben. Die Fiete-Reder-Halle ist das erste Containerdörfchen, das wir als Stadt in der Form bisher gemacht haben. Und da haben wir was gelernt. Und wenn man den Lernerfolg dann sehen kann, ist es ja gut. Aber ganz ausdrücklich, wir wissen da gar nicht mal so wenig. Und spätestens, ganz ausdrücklich spätestens, wenn es eine Anerkennung gibt und Geflüchtete im SGB II angekommen sind und damit beim Hanse-Jobcenter, dann gibt es eine so tolle persönliche Betreuung durch die Kolleginnen und Kollegen im Jobcenter, dass das wünschenswert wäre, dass das für viele der Fall ist. Und dann mache ich das an der Stelle doch, auch wenn das vielleicht ein bisschen wahnsinnig ist. Es wurde im vergangenen Jahr ganz intensiv darüber gestritten, ob das jetzt eine gute Idee ist, dass die ukrainischen Kriegsgeflüchteten, anders als alle anderen Migrantinnen und Migranten, umgehend ins SGB II und damit in die Verantwortung der Jobcenter übergeben worden sind. Das ist nämlich eine deutliche Bevorteilung. Und ich kann sagen, ich kenne ganz viele Deutsche, die auf die Jobcenter schimpfen. Ich kenne ganz viele Migranten, die wünschten sich, sie wären beim Jobcenter. Und ich wünschte mir, dass wir diese Unterscheidung in, ich überzeichne, gute Migranten und böse Migranten nicht mehr hätten, sondern dass wir da eine gleiche Regelung für alle haben. Und ich glaube, das kann auch nicht verwundern bei dem, was ich heute den ganzen Abend erzählt habe, dass es gut wäre, wenn allen die Möglichkeit gegeben würde, durch das Jobcenter betreut, gefördert und in Arbeit vermittelt zu werden. Ich möchte vielleicht zum Abschied und zum Abschluss, weil wir hatten ja gesagt, dass wir da jetzt einen Punkt machen, nochmal sagen, vielleicht kennen Sie das. Thomas Cook, als er Neuseeland entdeckt hat, war ja ein bisschen unter Druck der Krone, dass er auch irgendwie ein bisschen was bringen musste, damit sich die Expedition auch mal rentiert. Und dann soll er mit dem Häuptling der Maori gesprochen haben und ihn gefragt haben, was denn so das Wertvollste sei, was man hier haben könnte. Und die Erwartungshaltung war natürlich irgendein freundlicher Hinweis auf Gold, Silber, andere wertvolle Dinge, Gewürze. Die Antwort des Maori-Stammesführers war Menschen. Das Wertvollste sind Menschen. Das, finde ich, könnten wir uns gelegentlich in Erinnerung rufen. Letztendlich, wir haben uns... Das können wir gleich noch im Nachgang machen zu dieser Veranstaltung. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie da sind. Ich möchte noch mal ergänzen, neben den Schlussworten von unserem Senator. Sie haben heute auch noch mal ein Angebot mitbekommen von uns aus der Stadtverwaltung, sowohl was das Thema der Unterbringung angeht, uns weitere Möglichkeiten, Potenziale zur Verfügung zu stellen, das wissen Sie, aber auch natürlich von der Integrationsbeauftragten, das will ich auch noch mal so deutlich platzieren, dass wir Sie gerne mitnehmen und Sie sich an uns wenden können. Wir haben von vielen von Ihnen gehört, dass es da Dinge gibt, die wir noch besser machen können und die wir mitnehmen sollen. Ich bedanke mich dafür, dass wir hier heute 1,5 Stunden so konstruktiv in den Austausch gehen konnten und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachhauseweg. Und ja, wir sind noch ein wenig da. Sicherlich können wir das eine oder andere Gespräch noch führen. Vielen Dank.